Hey Leute, was geht ab? Da bin ich auch schon wieder. Nee, wir sind zu zweit. Okay, da sind wir. Und genauso sagen wir alljährlich wie Ostern und Weihnachten und Geburtstage kursiert auch das Thema Reviewer sind gekauft durch Facebook, obwohl eigentlich, es kursiert eigentlich jetzt alle 2 Wochen oder jede Woche ist das Thema mal aktuell. Und der Mike und ich dachten, wir drehen einfach mal ein Video dazu, weil es liegt uns doch schon länger, sagen wir, schwer im Magen. Und es gibt, ja, viele Meinungen dazu, einige Wahrheiten, Unwahrheiten. Und ich hoffe, euch gefällt's. Wir geben einfach mal unseren Senf dazu ab. Es gibt einige Reviewer unter uns, die zumindest versuchen, mit ihrem Hobby Geld zu verdienen. Nein. Da gibt es natürlich deutlich zweigeteilte Meinungen. Merchandise ist hier erstmal noch außen vor, weil ich meine, wenn einer schöne Artikel hat oder Artikel zu seinem Sag mal Shisha Space. Reviewer tragen möchte, dann darf er dies gerne tun. Und es gibt aber auch Reviewer, die lassen sich gerne mal bezahlen für. Ja, dafür, dass sie auf der Couch sitzen und ein Produkt vorstellen. Das ist doch ihr gutes Recht, denn für Werbung im Fernsehen zahlt man auch und Werbung ist ziemlich teuer. Warum darf der gute Herr sich nicht was dazu verdienen? Oh mein Gott, nein! Hashtag darf er das? Das verzerrt den Wettbewerb und ist seine Meinung dann überhaupt noch ehrlich und kann ich dem Reviewer überhaupt noch glauben? Wenn er Geld nimmt für seine Meinung. Die Antwort von uns ist natürlich klar, wenn man Geld nimmt für Reviews, das ist einfach der größte Bullshit. Denn die Meinung ist natürlich dann verfälscht. Und man kann diesem Reviewer natürlich laut unserer Meinung einfach nicht mehr trauen. Und es gibt natürlich dann auch noch die verschiedenen Fraktionen, Reviewer mit Shops und Reviewer ohne Shops. Also dann gibt es Reviewer mit Shops, die ihre eigenen Produkte herstellen und diese dann in ihren Reviews anpreisen und sagen, dass die ganz besonders toll sind, obwohl sie vielleicht auch ganz besonders scheiße sind, weil sie ja mit ihren Produkten Geld verdienen wollen. Kauf diesen Tabak, denn dieser Tabak ist der beste Tabak, den du jemals geraucht hast. Und außerdem ist ein Rapper auf der Verpackung. Dann ist es für mich keine ehrliche Meinung mehr, weil es ist ja mein eigenes Kram, was ich verkaufen will. Dann gibt es Reviewer mit Shops, die alles vorstellen. Wo ich mir dann denke, okay, die wollen zwar auch Geld verdienen mit den Sachen, die sie verkaufen, aber die haben nicht ihre eigenen Sachen, die sie nur vorstellen, sondern stellen alles vor, wo ich mir dann denke, okay, da könnte die Meinung dann doch wieder ehrlicher sein als bei den anderen. Gut. Dann gibt es die Reviewer ohne Shop, die halt die Produkte sich selber kaufen, dann in dem Video vorstellen. Da ist dann natürlich so, wenn ich jetzt selber 20 Euro oder keine Ahnung wie viel für den Tabak ausgegeben habe und der ist scheiße, dann sage ich auch, dass der scheiße ist, weil es mein Geld, was draufgegangen ist. Dann bekommen natürlich auch mal Produkte gestellt, wie Tabak jetzt zum Beispiel. Oder ein Hersteller stellt eine Pfeife her, irgendeinen Kopfaufsatz, was weiß ich nicht. Da wird dann dem Hersteller aber vorher gesagt, wir bewerten das aber fair, auch wenn du uns das jetzt umsonst zur Verfügung stellst. Wenn der Hersteller dann sagt, nee, ich möchte aber, dass ihr sagt, das Produkt ist richtig gut, dann wird das Produkt halt nicht vorgestellt, weil keine ehrliche Meinung. Und dann gibt es natürlich zu den Reviewern mit Shop und Reviewer ohne Shop die Fraktion, die wirklich meint, aus jedem Firlefanz irgendwie Geld rauszuholen. Und an dieser Stelle sei angemerkt, wir wollen hier keine Kollegen, keine Reviewer, keine Leute schlecht reden, aber es ist einfach so ein Thema, es geht einem auf die Nerven. Und ja, besagte Leute, die stellen nicht ihre eigenen Produkte vor oder Produkte, die sie selber im Shop verkaufen. Nein, diese Leute drücken dem Hersteller dann die Pistole auf die Brust und sagen: Gib mir sofort all dein Geld oder ich bewerte dein Produkt schlecht. Und dann gibt es natürlich noch so Leute, die treiben das Ganze auf die Spitze, die verlangen sogar Geld. Das müsst ihr euch mal durch den Kopf gehen lassen. Die verlangen dafür Geld, dass ihr dass ihr den beim Zocken zuguckt und an Gewinnspielen teilnehmt. Schmitti. Und Entschuldigung, ich habe leider ein bisschen Husten. Und das
das ist dann echt so ein Punkt, wo ich gesagt habe, yo, wir machen dieses Video, weil das ist, Scheiße. Doch, jetzt mal ganz ehrlich so an euch. Macht ihr bei sowas mit? Wenn ja, warum macht ihr bei sowas mit? Welche Leute machen da mit, warum? Warum? Spart das Geld, steckt es in die Spardose, macht sonst was damit. I don't want to live on this planet anymore. Ja, und die Hersteller sind auch selber daran schuld, weil die sind angefangen, den Leuten dafür Geld zu bezahlen. Und jetzt denken halt ziemlich viele, wenn ich das auch mache, kann ich damit richtig Kohle verdienen. Ist aber nicht so, weil die Katze gerade Scheiße baut. Hast du jetzt davon? Weil, jetzt bin ich raus wegen der Katze. Ja, und die Shops sind halt selber daran schuld, weil sie sind halt angefangen, den Leuten dafür Geld zu bezahlen. Und somit denken sich jetzt ziemlich viele, hey, damit kann ich echt gut Geld verdienen. Ist aber leider nicht so. Weil ihr bekommt Tabak vielleicht mal gestellt, ist aber keine ganze Dose, sondern ein Shot, der für einen Kopf reicht. So, also habt ihr da nicht viel von. Dann die Pfeifen, die ihr vielleicht mal zur Verfügung gestellt bekommt für ein Review, könnt ihr in 90% der Fälle wieder zurückschicken. Behaltet ihr also auch nicht. Also ist nichts mit großartig Geld verdienen oder was behalten oder geschenkt bekommen. Warte. Ja, dann denken vielleicht viele, ihr bekommt irgendwie alles hinterhergeschmissen. Wenn ihr zu Hause gemütlich eine Pfeife rauchen wollt, braucht ihr euch keine Kohle mehr kaufen, keinen Tabak mehr kaufen, die Pfeife an sich nicht mehr kaufen. Ist halt auch nicht so. Man kauft sich trotzdem noch den ganzen Kram, den man halt dann rauchen möchte oder haben möchte und gibt da sein eigenes Geld für aus. Das Problem bei den Reviewern, die auch gerade überall aus dem Boden schießen, wie Pilze, wie Unkraut, ist zum größten Teil auch einfach die Unwissenheit, jetzt nicht unbedingt was das Hobby Shisha-Rauchen angeht, sondern einfach die Unwissenheit zur ganzen Materie. Also auch Videos auf YouTube, dann Verwenden von Musik in den Videos, pisse ich mit meinem Video irgendwelche Leute ans Bein und so weiter und so fort. Und ich meine, zum Review gehört halt auch so ein bisschen, dass man wenigstens ansatzweise Sachen rausschmecken kann. Dann gibt es da so Leute, die möchte ich jetzt eigentlich auch namentlich nicht nennen, aber sagen wir mal so ein, zwei Damen. Und nein, ich meine natürlich nicht unsere Steffi Maus. Grüße an dich. Meinst du nicht? Ich dachte wohl. Nein, es gibt auch andere Damen, die dann da einfach so ein Video machen, ein bisschen das Dekolleté in die Kamera halten und sagen, hey, ich habe Erdbeertabak und der schmeckt nach Erdbeer. Wenn ich mir überlege, wie lange Mike und ich zum Beispiel vorher, wir haben wirklich recherchiert, wir haben uns Videos angeguckt von anderen Reviewern, wie machen die, wie stellen die vor, wir haben uns andere YouTube-Videos angeguckt, wie funktioniert das überhaupt, YouTube-Videos hochladen, Qualitätsansprüche etc. pp. Und es ist nicht einfach, jeder Depp mit dem Handy setzt sich auf die Couch und fängt an zu filmen. Ich meine, es mag... Genau genommen haben wir das aber gemacht, mit dem Handy auf der Couch. Ja, aber wir haben uns vorher informiert. Zu Anfangs habe ich auch noch gepredigt, ja, je mehr Reviewer es gibt, desto besser, denn umso mehr Leute können sich eine Meinung bilden. Doch mittlerweile ist das Problem, okay, wem kann man überhaupt noch glauben? Geschweige denn einfach, ja, glauben, vertrauen. Und durch die Vielzahl an Reviewern ist es auch einfach so, der Markt ist übersättigt. Keiner hat mehr Bock, sich die Videos reinzuziehen. Selbst wir sind da und denken so, boah, das ist das 500. Video auf Facebook. So, man klickt es einfach weg. Fakt. Und dann, ja, von diesen Reviewern, die halt eben so aus dem Nichts entstehen, sind dann auch sehr viele bei, was von Händlern sogar zugegeben wurde, die von Händlern supportet werden, um einfach als eine Art Werbeplattform deren, ja, nicht deren Meinung zu vertreten, aber deren Produkte einfach nur in einem Video gut zu reden. Und daher war dieses Video uns einfach wirklich ein großes Anliegen. Es ist einfach, um es kurz zu machen, der Kollege Fabi Shisha Bavaria Reviews hat auch ein Video dazu gemacht. Es geht einem einfach auf den Sack. Jede Woche kommen neue Artikel bei Facebook. Reviewer sind gekauft. Vor allen Dingen dann die großen, sagen wir mal, die Top 10 seien gekauft. Ich meine, klar ist hier und da vielleicht mal eine gesponserte Sache so im Vordergrund, aber leider ist es so, dass gerade die Händler, die dann solche Artikel in Facebook teilen, Reviewer sind gekauft, daran schuld sind, dass eben diese gekauft sind, weil
ihre Kollegen, Geschäftspartner, solche Leute ja für ihr Hobby bezahlen. Warum? Warum macht man das? Ich denke, ohne jetzt großartig Namen zu nennen, die meisten von euch wissen, worum es hier geht oder wer von solchen Leuten gemeint ist. Und ich betone auch nochmal, wir wollen hier niemanden auf den Schlips treten, doch es geht uns mittlerweile einfach gehörig auf den Sack. Und eben von diesen schwarzen Schafen werden einfach alle Reviewer meistens über einen Kamm geschert. Wir sind ja in einer WhatsApp-Gruppe mit mehreren Reviewern und verstehen uns auch sehr gut und denen geht das genauso auf den Sack. Da sind auch drei Leute bei, dessen Namen ich jetzt auch nicht nenne, die wirklich aufgrund solcher ganzen Geschichten und aufgrund neuer Reviewer wirklich keinen Bock mehr haben auf Videos. Und ich kann euch versichern, es sind welche von den größeren. Ihr habt's in der Hand. Ich denke, ihr wisst, wen ihr unterstützt und wen nicht. Und an dieser Stelle möchte ich auch nochmal ein riesiges Dankeschön aussprechen. Das letzte Video in diesem Format, es war so geil. Ihr habt so gut mit dem Video interagiert. Ihr habt diskutiert, kommentiert. Die Daumen nach oben, da war ich richtig sprachlos. Danke an euch. Und ich hoffe, dass wir unter diesem Video, nämlich in der Kommentarbox, wieder schön diskutieren können über das Thema. Wir möchten jetzt hier keine Beleidigung, wir möchten jetzt nicht irgendwelche Leute ans Bein pinkeln. Und damit verabschieden wir uns. Bis dahin, Freunde. Und ein Däumchen wäre ein Träumchen. Wird uns auf jeden Fall sehr freuen. Ihr unterstützt uns damit. Und gibt's noch was zu sagen? Nö. Bei uns ist gerade schönes Wetter. Ja, jetzt erstmal eine Pfeife. Jo, bis dann, Freunde.